Wer da wartet und wartet und wartet. Wer da wartet nicht nur nach 8 Spielen auf einen Sieg endlich mal, sondern wartet auch beim Training und zwar auf alle Jungs. Denn mittlerweile in dieser Woche wird gemeinsam vom Trainingsplatz gegangen, also auch beim Abschlusstraining. Das hat Florian Kofler jetzt wieder eingeführt, gab es früher auch schon mal. Dann durften die älteren Herren, da gibt es ja einige im Werder-Team, schon mal ein bisschen früher gehen, also wenn die jungen Spieler noch aufgeräumt haben. Das müssen die jungen Spieler immer noch machen, aber jetzt warten die Alten auf die Jungen und dann geht man geschlossen vom Feld. Wobei irgendwann wurde das den Alten und auch Florian Kohfeldt zu bunt, weil die Jungen noch ein bisschen länger gebraucht haben, um die Sachen alle einzuräumen und sich auch noch ein bisschen verquatscht haben und dann ging man doch nicht ganz gemeinsam runter. Soll aber jetzt kein schlechtes Omen für das Spiel am Sonntag in Wolfsburg gewesen sein. Nein, nein, ansonsten war beim Abschlusstraining alles in Ordnung. Wir haben sogar ein richtig tolles Tor gesehen von Davy Klaassen, super rausgespielt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Moment, wer ist denn da? Eine totale Überraschung. Arndt, wo kommst du denn her? Grüß dich. Ja. Ich will zum U23-Spiel. Die spielen schon seit einer Viertelstunde. Und bist du ein bisschen spät dran, oder? Ja, ich habe jetzt eben kurz entschlossen gedacht zu Hause, Mensch, Wetter ist schön, gehst mal vorbei. Und gegen wen spielen die? Gegen Kiel 2. Und bist du denn dann auch morgen in Wolfsburg? Ich habe ja Sendung morgen Abend und da haben wir 18 Uhr Dienstbeginn. Da kann ich nicht 18 Uhr in Wolfsburg sein. Also ich würde sehr, sehr gerne, aber es passt leider morgen gar nicht. Sonntagsspiele gehen für mich leider nicht. Und dann kannst du nicht mal gucken? Ja, gucken doch, aber ich kann nicht hin. Ja, und wie geht's aus morgen? Mein Gefühl ist immer scheiße, aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ich hab jetzt mal einfach ganz kackdreist 1-3 getippt. Gegen Werder? Für Werder. Ach so, ja. Ach so. Ja. So auswärts heim und so, ne? Ja, wird nicht passieren, aber vielleicht muss man uns einfach herbeireden. Wie ist das denn sonst, wenn du tippst? Also, ganz schlecht. Ich gehe lieber. Ja? Nein, ich bin wirklich, in Tipps bin ich ganz, ganz schlecht. Die Fans haben hier ein Plakat aufgehängt. Ja. Und da stand drauf, die ganze Stadt steht hinter euch, gebt alles für den SV Werder Bremen. Würdest du so die Stimmung in der Stadt beschreiben? Ja, ich finde, das ist alles sehr ambivalent im Moment gerade. Also natürlich ist es so, dass wir erstens haben wir einen Tabellenstand, der uns überhaupt nicht behagt und eine Punktzahl, die uns überhaupt nicht behagt. Aber wenn man jetzt von 8 Spielen ohne Sieg redet, impliziert das immer, als wären das 8 schlechte Spiele gewesen. Das war es ja nun auch nicht. Also ich glaube, dass bis zum Schalke-Spiel eigentlich man immer noch das Gefühl hat, es fehlen nur Kleinigkeiten. Auch der Auftritt in Gladbach war ja nicht schlecht und Freiburg und Hertha hätte man zu Hause eigentlich wegfiedeln müssen mit der Leistung. Also ich glaube, die Leute honorieren, dass die Mannschaft zwar schlecht steht, aber nicht schlecht spielt. Ja, aber es ist fast Punkt. Also man ist punktgleich mit dem Relegationsplatz, nur noch ein Türchen davor. Keine Angst vor einem Abstieg? Nee, habe ich nicht. Also realistisch muss ich wirklich sagen, ich sehe hier immer noch sehr viel bessere Sachen, als wenn man so bei der Konkurrenz nachguckt, wie die spielen. Und ich glaube, das muss sich einfach auf Dauer, also wenn du gut spielst, das ist jetzt eine Binsenweisheit, dann musst du irgendwann auch wieder belohnt werden. Und man kann nicht so wie Werder spielen und dauerhaft die Spiele nicht mehr gewinnen. Irgendwann gewinnen die wieder ihr Spiel und dann wird es auch wieder besser laufen. Auch gegen Schalke hättest du anders gespielt, wenn du ein bisschen mehr breite Brust hättest und vielleicht den einen oder anderen Sieg in den letzten 8 Spielen geschafft hättest. Und darauf vertraue ich, ehrlich gesagt. Deine Sendung beginnt nach dem Werder-Spiel. Welchen Einfluss hat das Ergebnis auf deine Sendung? Ja, auf meine Laune einen ganz massiven. Da geht es mir wie jedem Arbeitnehmer, der montags auch nicht gern zur Arbeit geht und nicht gern die Zeitungen schaut. Also das ist wirklich ein harter Job, wenn ich da sitzen muss und möglichst freundlich sein muss. Und Werder hat gerade in Wolfsburg eine Schelle gekriegt, falls es so sein sollte. Da wird die Sendung schon ein bisschen drunter leiden. Also ich mache das nicht gerne. Komm, wir machen dann kurz Werbung. Wann müssen wir einschalten und wo müssen wir einschalten? 22:15 WDR. Machen wir, WDR gucken wir dann auch. Ja. Wir gucken ja eigentlich alle nur Deichstube. Aber dass du das fragen musst, ist ja, schockiert mich ja. Nein, ich habe das deswegen gefragt, damit du das nochmal sagst. Ach so, okay. Ne? Also, das war doch der alte Trick. Ne? WDR. Ja. Ne? Ja. Ja, danke. Danke für ein sehr spontanes Treffen hier. Ja, ganz spontanes Treffen. Was war wirklich. Ne? Ja. Viel Spaß gegen Kiel. Ja, hau rein. Und ich gucke. Machen wir so weiter. Ja, wir machen weiter. Wir müssen noch eben schnell durch die Sendung hoppeln. Hier hätte ich jetzt fast gesagt, bin ich schon bei Sendung völlig durcheinander. Also, tschüss Arndt. Also, was haben wir noch? Jiří Pavlenka, da haben wir heute mal ein bisschen drauf geachtet. Der wurde schön warm geschossen von dem Torwarttrainer Christian van der. Und dann gab es noch eine Szene, die war jetzt nicht ganz so gut für Jiří Pavlenka, aber dafür umso besser für Ludwig Augustinsson.
So, nach einer guten halben Stunde war das Training dann auch vorbei. Dann ist die Mannschaft in die Kabine gegangen, ein paar Autogramme noch geschrieben. Es waren doch schon ein paar Fans da, vor allen Dingen die, die ein Plakat aufgehängt haben. Das hätten wir fast vergessen. Dieses schöne Plakat steht drauf, die Stadt steht, oder ganz Bremen steht hinter euch. Gebt alles für den SVW. Irgendwie so war das. Hab das nicht auswendig gelernt, aber ein guter Spruch. Das haben übrigens die Spieler schon längst gesehen gehabt. Das war gestern, glaube ich, schon, ist das schon hergestellt worden und ist auch schon bei Instagram von dem einen oder anderen Spieler weiter verbreitet worden. Schöne Aktion, finde ich. Vor allem ist zwar eine klare Aufforderung, aber auch eine schöne Rückendeckung. Ja, hat die Mannschaft mitgenommen, nimmt sie mit in den Köpfen nach Wolfsburg. Und wie fährt man nach Wolfsburg? Nicht mit dem Bus? Teuren Diesel verblasen? Nein, klimafreundlich mit der Deutschen Bahn. Dann hoffen wir mal, dass sie auch pünktlich ankommen, die Mannschaft. 18 Uhr soll nämlich am Sonntag in Wolfsburg gespielt werden. Ein bisschen Zeit bis dahin ist ja noch eine ganze Nacht, fast ein ganzer Tag. Und wir als Deichstube machen uns dann morgen auf den Weg. Ich sage nicht, wie der Kollege Carsten Sander dorthin fährt. Er wird es nicht klimaneutral tun, aber er wird nicht schneller als 100 km/h fahren. Ich werde mit ihm sprechen. Alles zum Spiel findet ihr in der Deichstuben-App und im Live-Ticker, natürlich in der App, im Portal, überall, wo ihr uns kennt oder bei YouTube. Schaut einfach rein. Ciao, ciao.